So, nächste Folge von Forza Horizon und das müsste die Dienstagsfolge sein, wenn ich richtig sehe. Je nachdem, ob ich es halt schaffe, richtig hochzuladen. Okay Leute, das war's für heute mit dem Rennen ins Restaurant. Hurra! Kommt am Treffpunkt zusammen, wenn ihr weitermachen wollt. Dann geht es zum nächsten Ziel auf dieser Autotour. Jawohl, ja. Wir sind ja gleich nebendran. Gott, ist das ein weiter Weg. Der erste Gang reicht. So, das war schon mit den Hypercars. Es geht weiter mit den Supercars. Aha, Diavolo. Berlinetta. Ein Porsche. Oh, ein BMW M1, der Klassiker. Oder McLaren F1. Also wir brauchen ein Auto der Klasse A. Ich glaube, wir nehmen mal den Diavolo SV, der ist einfach Kult. Den haben damals... Oh, also was sich Lamborghini bei dieser Farbe gedacht hat, würde ich gerne mal wissen. Oh, in Schwarz sieht der evil aus. Ich habe gar nicht auf den Preis geguckt. Was kostet der jetzt überhaupt? Ich habe ihn jedenfalls gekauft, aber was kostet der? Ich glaube 100.000 habe ich gesehen, ne? Muss ich mal später nochmal gucken. Ich muss die Musik mal wechseln. Nee, der heutige Tag hat richtig Spaß gemacht. Die letzten Rennen dieser Meisterschaft waren einfach brillant. Die nächste Etappe dieser Autotour führt uns nach San Giovanni. Und denkt dran, es geht hier nicht darum, Erster zu werden. Genießt einfach die Fahrt. Nanu? Schaut mal, wo hat denn der seine Hände am Lenkrad? Ganz woanders. Eieiei, Microsoft, ich habe einen Fehler gefunden. Und das ist, glaube ich, kein Bug. Ah, Diavolo SV, ey, der ist so geil. Das ist typisch Lamborghini. Vorne läuft das Auto spitz und hinten wird es richtig breit. Das Auto geht richtig breit. Aber fährt sich unglaublich schwergängig. Ich weiß gar nicht, wie viel PS hat der? 350, glaube ich. Irgendwie sowas in dem Dreh. Keine Ahnung, bei dem Diavolo SV weiß ich überhaupt nicht Bescheid, bin ich ehrlich. Oh, der Shelby da vorne will fotografiert werden. Oder ist doch ein Shelby, oder? Nee, was ist das? Mercedes? Hyundai! Voll, du kannst einen Mercedes vom Hyundai nicht unterscheiden. Glaubst du, das sieht man im Videospiel, du Hurensohn? Glaubst du, das sieht man? Nein, tut man nicht! Oh, nur 5 Gänge haben wir. Im 5. Gang kommen wir definitiv über 170, wie der Hammer. Alter Junge, nimm mal die Hände richtig ans Lenkrad. Alter, 270 Sachen. Ich würde jetzt nie die Hände vom Gas, die Hände vom Gas lassen. Ja. Ich mach Handstand beim Autofahren. Mit den Füßen lenke ich und mit den Händen bremse ich und gebe Gas. Und die Kupplung vielleicht noch. Also jetzt würde ich die Hände nie vom Lenkrad nehmen. Kreisverkehr? Wow! Stopp! In 400 Metern nach rechts abbiegen. Ein bisschen vom Weg abgekommen. Der hat, glaube ich, noch Heckantrieb, ne? Und eine Handschaltung. Eieiei. Hä, wo muss ich denn da lang? Oh, der hat noch Heckantrieb. Rechts abbiegen. Ein Subaru. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Ich muss mein Auto noch nächste Woche zum TÜV bringen. Oh Mann, die nächste Woche wird auch teuer für mich. Fiat Abarth. Und wir haben ein paar Wheelpoints.
Heißt das noch Viewpoints? Ich weiß es echt nicht mehr. Also Bonus-Dingensen, Upgrades, da verstehst du. Da, Fortschritt 8. Genau, Bonus. Einmal das da. Das wollte ich schon vorher haben. Was haben wir dann hier? Sie verdienen zusätzlich 25 EP durch Blitzer und Tempozonen, wenn sie mindestens 150 mph, 241 km/h fahren. Credits, Profit teilen. Gefahrensuche. Die Punktzahl für Fasttreffer werden um 10% erhöht. Angeber. Fähigkeitenlegende. Sind irgendwie alle nicht mehr so geil, ne? Die Fähigkeitenkette erhöht sich doppelt so schnell. Das hört sich gut an. Das nehme ich mal. Dann wird das hier hoffentlich freigeschaltet. Jawohl, ja. So, jetzt noch zwei Level aufsteigen, beziehungsweise zwei Level aufsteigen, dass wir den Bonus bekommen. Das muss geil aussehen, das Auto geht leicht quer. Naja, nicht ganz so geil, aber egal. Welche Autos sind das? Keine Ahnung. Oh. Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Ah, nein, nein. Oh, ist ja Holz. Na, so ein Glück. Eigentlich müsste ich den ja mit Kupplung fahren. Oh Gott. Und Steam, wie weit sind wir? Unter 25% immer noch für den Multiplayer, meine Fresse. Wann links abbiegen? Jetzt. Nach links abbiegen. In 200 Metern nach rechts abbiegen. Ein wenig rutschig. Ihr hört Horizon Base Arena. Ein offizieller Sender des... Rechts abbiegen. Ja, machen wir. Ich verbrauche nicht viel Sprit. Ich fahre gerade total sparsam. Alter, wie viel Steamcards habe ich eigentlich heute geholt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. Okay, das ist die Retro Supercar Meisterschaft. In dieser Gruppe sind ein paar echte Kultwagen am Start. F50, Diablo, Countach, McLaren F1. Oh, da werde ich ja richtig sentimental. Los geht's, such dir ein Rennen aus, um mit der Meisterschaft anzufangen. Digga, da war ein Sprachfehler drin. Das heißt nicht Countach, das heißt Countach. Italienisch. Verstehst du? Countach. Countach. Oder ist das das deutsche Wort für den Countach? Veranstaltung. 43, 43, 43. Was? Ich warte die ganze Zeit auf die Freundin, dass die schreibt. Und die ist unterwegs. Alter, wie viele hier im Countach genommen haben. Davon zwei M1. Was fährt der hier? Wo ist hier ein Countach drauf? Ach, da vorne ist der. Habe ich gar nicht gesehen. Ja! Jawohl! Hey, davon fährt der Felix. Mit seinem Countach. Nee, Countach heißt er ja. Countach! Hässlich. Hol den Diablo, ist viel schöner.
Ah, so knapp. Ah, die Kupplung hat ein bisschen gelitten. Der Controller ruckelt beim Schalten. Ich will echt gerne mal wissen, als wo ich bei Horizon bei den KI-Fahrern eingeteilt werde. Oh, shit. Als Durchschnittsfahrer, Profifahrer oder sogar noch eine Stufe höher als... Fällt der Name gerade nicht ein. Spitzenkandidat, Spitzenfahrer, ich weiß es nicht. Also die Stufe über, Profifahrer. Oh. Was ist das denn? Hey, wieso ist der jetzt abgehoben? Ich sag mal, ich krieg ja eigentlich schon ganz schön viel Credits. Knapp 30.000 Credits ab und zu mal. Durch die KI, also ich weiß nicht. Mich würde das mal echt interessieren, also ob ich jetzt Profifahrer gilt oder als Durchschnittsfahrer, das würde ich gerne mal wissen. Alter! Aber das kann man leider nicht sehen, ne? Nein, das hat überhaupt nicht Zeit gekostet eben. Ich bin es auch gar nicht gewöhnt, einen Lamborghini mit Heckantrieb zu fahren. Ich bin immer sonst Allrad gefahren. Mit Karacho durch Ziel. Komm, komm, komm. Hey. Ach, so. Großartig. Du hast schon ganz schön viele Fans. Danke. Aber viele von meinem Level sieht man nicht. So 41 sieht man selten. Man sieht immer Level 1, Level 10, 20 noch dabei ab und zu. Aber dann wird es immer seltener. Gott, was ist das für Musik? Neuer Wheel Spin. Gut, die Folge hat auch schon wieder 13 Minuten. Ich weiß gar nicht, was ich die Folge gemacht habe. Ich habe so viel gelabert. Nein, 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 nein. Brav. Ich fahre mal lieber an die Seite. Alter, was ist das? Nein, das brauche ich auch nicht. Halt! Zup. Hoi. So. Nun gut, wir sehen uns dann gleich in der Endcard, ne? Wie viele Fotos müssen wir eigentlich noch machen? 160. Es gibt... Gibt es jetzt endlich 200 Autos oder über 200? Ich sag mal, mir ist klar, dass wir alle Autos in Horizon fotografieren müssen. Aber wie viel sind das jetzt eigentlich? 200, über 200, 300, 400, 72.000, 277? Ich hätte da gerne mal irgendwie ein bisschen Informationen. Ich weiß nämlich nicht, wie viele fucking Autos es gibt. Weiß ich nicht. Ach, egal. Was soll's. Irgendwann haben wir so oder so alle. So, jetzt muss ich mich nochmal auskotzen, Alter. Mir kratzt der Hals so wieder.